Du willst jetzt im Winter Zander fangen? Dann sind die Hafenbecken, gerade in großen Flüssen, aber auch in kleinen Flüssen, die besten Bereiche. Doch die Frage ist, wie angelt man in diesen Hafenbecken am gezieltesten bzw. am fängigsten? Dazu gibt es drei wichtige Techniken. Und wie diese drei Techniken genau funktionieren im Hafen, das wird dir der liebe Jörg Strelo in diesem Video verraten. Das Angeln, dadurch, dass man hoch steht, kann man ganz prima die Schnur kontrollieren. Das ist sicher eine Fischerei, die nicht jedermanns Sache ist, ne, so vom technischen Anspruch her, aber in höchstem Maße effizient. Und dann drehe ich meinen Köder mit einer... Scheiße, da war er. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Heute bin ich mal wieder zusammen mit Patches, weil wir hatten gerade mal wieder hier eine Besprechung zum Thema... Ja, Gutscheine, Weihnachtsgeschenke für Angler. Gibt es am Ende wieder ein paar Infos für euch. Und ja, wie besprochen, wir haben zurzeit eine besondere University-Video-Serie. Das heißt, wir wollen in den nächsten Wochen euch hier auf unserem YouTube-Kanal von jedem unserer University-Online-Kurse, die wir zusammen mit den besten deutschsprachigen Angelexperten produziert haben, also zusammen mit Jörg Strelo über das Zanderangeln, Uli Bayer, einen Online-Kurs zum Hechtangeln, Carsten Zeck, das Welsangeln. Wie gesagt, gibt es daraus aus jedem Themengebiet 1 bis 3 Videos hier auf unserem YouTube-Kanal, dass ihr einfach mal so einen Einblick kriegt und auch einfach wertvolle Tipps. Und heute ist das Thema Zanderangeln dran mit Jörg Strelo. Hier haben wir ein Video aus unserem University-Online-Kurs vom Jörg. Und da geht es um das Thema Hafenfischerei. Weil gerade jetzt, wenn es so kalt wird im Winter, ja, die Wintermonate, denn gerade in den großen Flüssen, aber auch kleinen Flüssen, ziehen die Raubfische in die Häfenbereiche, in die Hafenbecken rein. Ist ja klar, suchen das wärmste Wasser, gehen dem Beutefisch hinterher. Und hier erklärt ihr Jörg die drei fängigsten Techniken für die Hafenfischerei. Ja, also wie fischst du vertikal im Hafen, wie fischst du aktiv im Hafen mit der Faulenzer-Methode oder wie fischst du so ja, halb passiv, halb aktiv mit dem Schleifen, mit der Technik des Schleifens zum Beispiel, die kann in einigen Hafenbecken sehr, sehr gut funktionieren, vor allem auch hier zum Beispiel im Rhein, in dem einen oder anderen Hafenbecken funktioniert das sehr, sehr gut, selber schon damit Zander hier gefangen und daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit unserem University-Video und dem lieben Jörg Strelo. Wir sehen uns nach dem Video nochmal, also bleibt bis zum Ende dran und schreibt unbedingt auch in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Viel Spaß! Spannende Lektion, ihr Lieben. Jetzt zeige ich euch nämlich, wie man so eine Spundwand beangelt. Ja, das ist eine relativ einfache Geschichte und das erinnert sehr stark an das, was man, naja, als das Vertikalangeln vom Boot aus auch kennt. Da gilt ja so ein bisschen der Grundsatz, wer sich zu doll bewegt, verliert. Na, ihr kennt sicher die Jungs und Mädels, die im Boot sitzen und sich an ihrer Rute festhalten. Der Köder muss erstmal einen Grund erreichen. Ja, noch ein Stückchen. Die sich an ihrer Rute festhalten und einfach nur gelegentlich mal die Spitze ein bisschen anheben, dann wieder runterlassen. Das ist sicher eine Fischerei, die nicht jedermanns Sache ist, ne, so vom technischen Anspruch her, aber in höchstem Maße effizient. Und ich habe genau diese Fischerei, das Vertikalangeln, das im Übrigen aus Holland kommt. Ich hatte großes Glück, es von einem der Initiatoren, der Erfinder dieser Angelei, zu lernen, von dem Henk Simons. Großartiger Angler, tolle Persönlichkeit. Bei dem saß ich im Boot und durfte damals noch als Blinker-Redakteur das Vertikalangeln erlernen. Und ich habe das tatsächlich als Impuls für meine Faulenzer-Methode genommen. Weil ich habe damals eines gelernt. Wenn man den Köder wie beim Chicken oder bei der aggressiven Köderführung mit der Rute zu doll bewegt, ihm zu viel Drive gibt, dann fängt er viel schlechter Zander, als wenn man ihn defensiv führt. Das war eigentlich der Schlüssel zu der Entwicklung der Faulenzer-Methode. Und das habe ich nach und nach dann dieses Wissen in die Technik gepackt und somit diese Methode entwickelt, wie man den Köder unaufgeregt mit nicht mehr Bewegung als unbedingt nötig bewegt. Und das wurde ausgelöst durch meine Erfahrung mit dem Vertikalangeln. Ich will euch jetzt nicht aus der Kamera rauslaufen, deshalb mache ich das jetzt ein bisschen statisch. Aber Vertikalangeln wird natürlich dann besonders gut an der Spundwand auch, wenn man die Wand so ein bisschen absucht. Na, wenn ihr ihn jetzt einmal anhebt, den Köder, dann wieder auf den Boden absetzt. Und was sehr geil ist, was gerade dann, wenn der Fisch gut beißt, super klappt, ihr sucht mit der Spitze den Grund, tock,
Ich habe auch einen Finger noch so ein bisschen an der Schnur dran. Daran spüre ich das ganz hervorragend, wenn er aufsetzt. Und geht dann einfach nur einen Tacken hoch mit dem Köder. Und dann haltet ihr ihn eine ganze Weile so in der Schwebe. Gebt vielleicht ein ganz klein bisschen Drive über den Daumen hier. Ne, und balanciert den so, pendelt den einfach so unter der Rutenspitze aus. Geile Geschichte. Super funktionell. Wenn man jetzt nur Spundwände abklopfen will, kann man auch mit einer kürzeren Rute arbeiten. Also da kann durchaus auch so eine klassische Streetfishing-Rute oder eine klassische Vertikalrute aus dem Boot hergenommen werden. Entscheidend ist halt wie immer beim Zander, dass die Rutenspitze hart ist, damit ihr ordentlich Rums drauf bekommt. Der Haken muss eben in den Oberkieferknochen des Zanders rein. Und das klappt wesentlich besser, wenn ihr nicht mit so einem Kuhschwanz am Wasser auftaucht, sondern eine richtig schöne straffe Rute habt. Und auch hier, wo die Distanz zum Köder zwar relativ kurz ist, sind es doch aufgrund der großen Wassertiefe gute 8 Meter. Ja, und da muss erstmal der Haken durch und das geht nicht, wenn die Rute zu weich ist. Jo, also, ich bin, sage ich euch ganz ehrlich, nicht der geborene Vertikalangler. Deshalb will ich euch nochmal eine Alternative vorführen, na, zu dem etwas eintönigen Vertikalangeln. Das aber, wie gesagt, reine Geschmackssache von mir, das sehr effizient ist. Also gerade die Bootsangler, die stecken uns manchmal ganz schön in die Tasche mit ihrer Vertikalangelei. Das klappt schon sehr gut. Aber es ist wie bei vielen Dingen im Leben, entweder mag man es oder man mag es nicht so gerne. Ich mag zum Beispiel auch die Spirulino-Fischerei auf Meerforelle nicht so gerne, obwohl die an manchen Tagen sehr produktiv ist. Ja? Auch da muss ich einen Blinker an der Angel haben und Gas geben, Spinnstopp, ja? Aktiver fischen. Das ist halt eher die Art, die ich beim Spinnfischen mag. Und auch wenn ich an der Spundwand unterwegs bin, liebe ich es, den Köder herauszuballern. Immer, wenn der Köder aufkommt, den Finger an die Schnur, damit wir da keine lose Schnur haben, gerade wenn man etwas stärkeren Seitenwind hat. Und jetzt lasse ich den da schön draußen nach unten trudeln hier. Da drüben ist es ein bisschen tiefer sogar noch, da ist eine Rinne. Dann schließe ich den Bügel, wenn er unten ist, und beginne mit dem Faulenzen. Und das geht gerade auf einer Spundwand ganz hervorragend, weil ich da ein bisschen höher stehe und natürlich eine optimale Köderkontrolle habe. Ich habe die Rute schön am Unterarm angelegt, wie ihr das aus der Lektion am Fluss auch kennt, ne, wo ich das Faulenzen noch viel ausführlicher beschreibe, damit ich aus dem Unterarm anschlagen kann. Das ist halt wichtig. Wenn ihr das Handgelenk ankrümmt und aus dem Handgelenk fischt, schlagt ihr auch beim Biss aus dem Handgelenk an. Und da kommt viel weniger Kraft am Köder an, als wenn wir den Unterarm dafür benutzen. Also deshalb immer Griff am Unterarm, einen Finger aufgelegt, leichten Druck auf den Griff und dadurch das Handgelenk versteift. Und dann drehe ich meinen Köder mit einer... Ah! Scheiße, da war er. Mensch! Ah! Kalmar-Truppe. Das war jetzt natürlich kein großer, ne? Hier sind viele kleine Fische, aber ich hätte ihn gerne gehabt, weil gerade so, wenn die Kamera läuft, wäre es natürlich geil. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben, ihr Lieben? Beim Drehen über die Rolle. Also, ich ziehe den Köder mit einer kurzen Kurbelumdrehung an, hebe ihn dadurch ab, was sehr gut geht, weil ich ja hier erhaben auf der Spundwand stehe. Und lasse ihn dann wieder absinken, bis ich die Schnur entspannt. Das ist sowas von einfach. Und das ist halt auch das, was die Faulenzer-Methode bei euch da draußen so beliebt gemacht hat. Einfach die Tatsache, dass man es schneller lernen kann und schnell und einfach zum Erfolg kommt. Dieser Biss eben war übrigens genau wie in der Lektion im Tidenstrom, da haben wir ja schon mal einen verloren, so ein blöder Aufsacker. Ne? Also ein Biss, der erst in dem Moment stattfindet, wo der Köder schon aufgesetzt hat. Das ist im Stadium einer schwierigen Beißerei leider oft der Fall. Und ich muss schon sagen, ich bin da ja Idealist, aber das sind dann schon Fische, die man gegebenenfalls mit einem Stinger festhalten würde, ne? Also mit einem Zusatzdrilling. Ich rate euch trotzdem davon ab. Ne? Es ist einfach eine Geschichte, die vielleicht den einen oder anderen Fisch mehr bringt, aber unterm Strich natürlich auch immer dafür sorgt, dass man mal einen verangelt. Insofern versuchen wir unseren Fisch weiter mit dem Einzelhaken zu bekommen. Das wird schon klappen. Sie sind auf jeden Fall da und das ist schon mal sehr geil. Und ihr seht, ich habe ihn nicht beim Vertikalangeln dran gekriegt, sondern beim Werfen. Auch wieder ablassen. Wichtig ist immer, dass man da eine schöne Kontrolle über den Köder hat, weil wenn ihr zu viel Schnur von der Rolle freigebt, jetzt nach dem Auswurf, kriegt ihr keine Kontrolle mehr über den absinkenden Köder und dann dauert es ewig, bis ihr Kontakt zum Köder bei der Führung herstellen könnt.
So habe ich das wunderbar gespürt und beginne jetzt wieder den Köder langsam ranzufaulenzen. Je nach Jahreszeit variiert sich auch ein bisschen das Tempo, die Drehgeschwindigkeit mit der Rolle. Jetzt, wo es kalt ist, mache ich halt gerne nur einen Schlag oder auch mal nur einen halben Schlag. Das ist auch sehr gut. Gerade eine schneller übersetzte Rolle dreht da schon ein paar Zentimeter ein. Er sollte halt knapp vom Grund abheben. Nicht zu weit. Im Frühjahr, wenn die Biester aus dem Laich raus sind, sind sie wesentlich aggressiver. Da könnt ihr auch mal 2-3 Umdrehungen machen. Aber jetzt um diese Jahreszeit lieber ein bisschen defensiver fischen. Und eine Geschichte will ich euch vielleicht noch zeigen, weil es wird ja hoffentlich und wünschenswerterweise bald richtig Winter, auch mal richtig kalt. Das habe ich unseren russischen Angelfreunden abgeschaut. Klappt sehr gut. Die machen sich nämlich gemütlich, sitzen häufig auch. Na, deshalb gehe ich mal so ein bisschen hier in die tiefere Position und schleifen den Köder einfach nur mit Grundkontakt ganz langsam über den Boden. Und da kann ich euch sagen, das hat also an manchen Tagen schon richtig gestochen. Na, das ist also was, was dem Faulenzen so bei der klassischen Winterfischerei hier und da sogar überlegen ist. Einfach schleifen. Na, schön langsam, so ein bisschen wie das Spirulino-Fischen. Na. Wenn ihr dann Biss bekommt, ist das einfach so ein kurzes Festhalten und dann muss die Rute hochgehen. Das ist wichtig. Das sind so die 2-3 Techniken, mit denen man sich an der Spundwand behelfen kann. Grundsätzlich empfehle ich gerade Einsteigern, Leuten, die jetzt neu in diese Methode, in die Zanderangelei einsteigen, ruhig mal im Hafen die ersten Gehversuche zu machen, weil das ist ein einfaches Angeln. Dadurch, dass man hoch steht, kann man ganz prima die Schnur kontrollieren. Und naja, es ist obendrein auch so, dass die Häfen bei uns in Deutschland an unseren Strömen oft auch sehr fischreich sind, zumindest im Winterhalbjahr. Und es hat ja auch das gewisse Etwas, dieses Ambiente, das man nur bei der Angelei in einem Hafen erlebt. Maritimes Flair, ganz besonders bei uns hier in Hamburg, aber auch bei euch zu Hause, wo die Riesenpötte dann an ihren Liegeplatz fahren. Ja, dabei kann ich euch nur maximale Freude wünschen. Und ich guck mal, dass ich vielleicht den Burschen von eben noch erwische. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen und ihr konntet ein wenig was lernen. Patches und mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und wie gesagt, lasst das Ganze, euer Feedback einfach in den Kommentaren. Schreibt hin, wie es euch gefallen hat, was ihr noch für Fragen habt und zu welchen Themen ihr in Zukunft gerne noch mehr lernen möchtet, also was ihr zurzeit noch für Fragen habt. Last but not least, wie schon gesagt, wir haben noch gerade einen Abschlussappell an euch, nämlich das Thema Weihnachten steht vor der Türe. Und da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, was verschenke ich so meinen Liebsten. Und von unserer Seite, wir haben ein paar Empfehlungen für euch, ganz klar. Eines der Top-Geschenke überhaupt ist das schönste Hobby der Welt, nämlich das Angeln. Und um angeln zu dürfen, ihr wisst, braucht man natürlich einen Fischereischein, einen Angelschein. Und dafür haben wir den Online-Kurs zum Angelschein entwickelt, entweder reizereiner Online-Kurs oder als Kombikurs mit einem Präsenzwochenende beim Verein dabei. Das ist ein tolles Geschenk, ja, für all diejenigen von euren Liebsten, die den Schein noch nicht haben, aber auch für all diejenigen, die schon den Angelschein haben, aber noch nicht so viel Angelerfahrung haben, das heißt in den ersten 2 oder 3 Jahren ihres Angellebens stehen, für die ist die University natürlich perfekt. Also diese University-Online-Kurse, die wir mit den verschiedenen Experten gemacht haben, wo man einfach das richtige Wissen für die einzelnen Zielfische erlernt, zum Beispiel Zanderangeln, Hechtangeln, Welsangeln etc. Auch dazu, die gibt es als Gutschein, sind wesentlich günstiger als ein kompletter Angelscheinkurs. Auch hier die ganzen Infos findet ihr unter dem Video in der Infobox, auch nochmal als Link. Und ja, das sind eigentlich so die 2 Haupttipps, die passen ja auch zum Video, tolle Geschenke. Oder aber auch, wir haben jetzt einen Gewässerwarte-Online-Kurs produziert, wo man das ganze theoretische Basiswissen erlernt und dann perfekt vorbereitet ist für einen praktischen Teil beim Gewässerwart, wo man dann am Gewässer dann zum Beispiel chemische Untersuchungen oder Elektrofischen durchführen kann etc. Auch die Infos zu diesem Kurs packen wir unter das Video. Und last but not least haben wir natürlich auch ein neues Buch. Die einen oder anderen haben es schon mitgekriegt in den letzten Wochen, Monaten, dass wir da viel dran gearbeitet haben. Und das kommt jetzt auch im Dezember raus. Oder ist schon draußen, wenn ihr das Video hier seht. Und ist auch ein cooles Einsteigergeschenk. Ich verabschiede mich jetzt mit Patches für dieses Video. Wir sehen uns in den nächsten Videos dann wieder.
Macht's gut, euer Hubertus und eure Patches von Fishing King. Ciao.